Hier sind wir wieder mit unserem Adventskalender und heute öffnen wir das Türchen mit Björn Klump. Björn, du bist Musiker und spielst aber auch für das Theater nebenbei. Genau. Jetzt gerade nach dem Lockdown oder auch während der Corona-Krise, wie hat sich denn dein Alltag verändert? Also ich hatte wahnsinniges Glück. Bei mir gab es gerade wegen dem Lockdown plötzlich Eigenproduktionen am Theater und ich war wahnsinnig beschäftigt in dieser Zeit, weil viele Gastspiele abgesagt haben, weil sie zu groß waren oder eben aus dem Ausland kamen, nicht reisen konnten und so weiter. Und deshalb gab es am Theater Pfalzbau hier einfach wahnsinnig viel zu tun für mich. Das war erstmal ein Glück und deshalb hat sich in dieser Zeit erstmal für mich gar nicht so arg viel verändert oder beziehungsweise sogar zum Guten verändert erstmal. Sind neue Wege dann entstanden. Genau, ja. Und wie gesagt, du bist ja Musiker, sind denn auch bei dir Konzerte abgesagt worden? Ja klar, also bei uns sind total viele Veranstaltungen abgesagt worden. Erst jetzt hätten wir auf der Lichtmeile in Mannheim gespielt. Also dieser erneute Lockdown trifft, glaube ich, jetzt alle ziemlich hart. So, ja. Und war es denn gerecht, genau solche Auftritte abzusagen? Ich meine, wenn wir jetzt uns die Fußballspiele zum Beispiel anschauen, die laufen ja immer noch einwandfrei. Ja, ich finde es auch total absurd, natürlich, wie die Entscheidungen getroffen werden. Ich habe auch minimales Verständnis dafür, natürlich, dass man sagt, okay, man kann jetzt nicht irgendwie entscheiden, welcher Bereich sozusagen wirtschaftlich und sowas betroffen ist, weil man muss natürlich nach der Gesundheit gehen und sowas. Aber ich finde es natürlich absurd, wenn man sieht, dass Klamottenläden auf sind, in die 100 Leute rein dürfen. Und aber in ein Theater dürfen keine 80 Leute mehr rein und das ist natürlich dann total absurd. Ja. Und wie ist es denn, wenn dir zum Beispiel vorgeschlagen wird, dass man das Ganze auch online machen kann? Ja, also das stößt mir eigentlich immer ein bisschen auf, weil ich also ich habe so eine Aversion gegen das Internet und gegen die ganzen Auftritte im Internet und für mich gibt es auch nicht so viel her, wie eben der persönliche Kontakt zu den Menschen und zum Publikum. Also da fehlt dann nochmal die Zusammenwirkung dann. Total. Also für mich fehlt da total was, ja. Und wie kann man deiner Meinung nach die Kunst- und Kulturszene denn unterstützen oder auch fördern? Also momentan ist es einfach so, dass die wie jedes Geschäft und wie alle brauchen die ein gutes Hygienekonzept und dann sollten die auch wieder aufmachen dürfen, weil ich glaube, jeder weiß, dass die Kulturszene nicht unbedingt das ist, wo die Leute sich anstecken oder viel anstecken. Und ich hoffe einfach, dass wir alle irgendwie mit unserem gemeinsamen Überlegen da irgendeine gute Lösung für finden. Ich meine, wir haben es ja auch vermisst. Ich meine, ich zum Beispiel habe ja gerne Theaters besucht oder auch Konzerte zum Beispiel besucht. Findest du, dass es dann eher eine Lücke hinterlässt? Ja, total. Also, es gibt auch eine Zukunftsangst. Also ich meine, niemand weiß, wie es genau weitergeht und momentan ist alles in Frage gestellt. Also so niemand plant so wirklich auch für das nächste Jahr, wie niemand will so wirklich Zusagen machen und so. Und es hat jetzt natürlich auch eine gewisse Zukunftsangst, die das in sich birgt und so. Und ich hoffe wirklich, dass wir alle gemeinsam da eine gute Lösung finden. Also ich finde, gerade Theater haben sowieso gute Hygienekonzepte und die müssten sofort wieder aufgemacht werden. Und bei Konzerten muss man sehen, wie man das realisieren kann. Solange man die nicht draußen machen kann, sollte es wenigstens die Lösung geben, dass man die im Sitzen macht, mit genug Abstand. Und es gibt genauso wie, also ich finde, die haben mehr Rechte wie jetzt ein Klamottenladen, der jetzt für mich also nicht so viel Systemrelevanz hat wie ein Konzert oder wie ein Theaterbesuch. Dann danken wir dir, dass du heute da Gerne. Warst und ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Das kann doch nicht so schwer sein, sag ja oder nein. Jetzt wähl doch deine Seite, bleib stehen oder geh rein. Bleib vorne oder hinten oder trifft doch deine Wahl.
bleib böse oder lieb. Lieb. Sag vorsichtig, freundlich kann oder sag einfach, gib. Ja, dann bist du Arschloch. Das kann doch nicht so schwer sein. Sei konsequent. Oder nimm den Zug. Sei betrübt oder heiter, nimm den Traktor oder nimm den Flug. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt triff doch deine Wahl. Und verdirb mir nicht den Abend mit deiner Entscheidungsfrage. Entscheide, wähle die Optionen, die sich lohnen, Möglichkeiten und Vielfältigkeiten und Zukunft, Chancen, Perspektiven, Lichtblicke, Alternativen. Entscheide, denn ich leide an deiner Unentschiedenheit. Schätzen, auszuschauen und dann auf den Bus zu hauen. Aber ich kann nicht, scheiße, denn ich leide, wenn es heißt, entscheide und ich vermeide, wenn mir verdächtig wilde Entschlossenheit. Wilde Entschlossenheit. Und ich leide. Dieses Drängen ginge nirgendrängen an meiner nicht Entscheidungsfähigkeit.